Wer die Grünen wählt, der wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen. Alles Gute zum Vatertag, Freunde des Karnevals. Und weil es alles so schön ist heute und die Sonne scheint und ihr alle unterwegs seid und sicherlich schon einen gebechert habt, seid ihr gut drauf. Aber dennoch, das kannst du dir ja gar nicht mehr schön saufen. Ich habe heute auf der offiziellen Seite von der Bundesregierung gelesen, das neue Deutschland-Tempo. Für den Klimaschutz brauchen wir bis 2030 jeden Tag 5 bis 6 neue Windkraftanlagen. Das habe ich schon mal von dem Herrn Vergesslich gehört. Täglich sollen 43 Fußballfelder Solaranlagen entstehen. Donnerwetter, ich warte noch immer auf meinen Wechselrichter, den ich letztes Jahr im Februar bestellt habe. Und Handwerker, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ne? Wir haben ja keinen Fachkräftemangel. Aber das Geilste ist halt auch, Flüssiggasterminals an unseren Küsten sind in weniger als 200 Tagen entstanden. Sie werden Vorbilder für andere Bereiche sein. Warte mal, Vorbilder für andere Bereiche? Weil wir also Frackinggas aus den USA für einen fucking 10-fachen Betrag hierher holen. Dafür lassen wir uns feiern. Es ist lächerlich, was hier los ist. Aber die Bahn ist ja auch so klang, still und heimlich, mal über Nacht mal entschieden worden, dass wir die Mordgebühr verdoppeln für unsere LKWs, für die Speditionen. Und das, was machen wir damit? Wir investieren 4 Milliarden jedes Jahr in die Deutsche Bahn, also in diese Deutsche Bahn hier. Ich bin Lokführer im Güterzugverkehr und ich fahre gleich einen Zug, der 5 Tage Verspätung hat. Deswegen muss ich nach Biblis, aber Sie sehen ja... Und wie kommen Sie jetzt von hier weg? Ja, weiß ich nicht. Naja, und logischerweise wird dann alles billiger, weil die Produkte natürlich viel günstiger von unseren Spediteuren von A nach B gefahren werden. Das ist ja komplett logisch, Leute. Wer das nicht versteht, ist bekloppt. Apropos günstiger, ich könnte mich immer kaputt lachen, wenn ich mal höre, die Sonne schickt keine Rechnung und der Wind, der schickt auch keine Rechnung. Ach nee, stimmt, aber euer Versorger wird eine Rechnung schicken. Wie bescheuert musst du denn sein, allen Ernstes zu glauben, dass wir mit den Erneuerbaren alleine klarkommen? Und wenn ich diese Kommentare immer höre, sag mal, ja, wir haben aber jetzt viel mehr produziert, als wir brauchen. Ja, heute wird das auch der Fall sein, weil die PV-Anlagen richtig gut laufen und es ist sogar ein bisschen Wind. Aber was denn nachts, ihr Idioten? Und was ist, wenn der Wind nicht weht? Hallo, was machen wir denn dann? Ach ja, richtig, wir bauen ja 40 neue Gaskraftwerke auf. Für Grundlast, genau. Und wir sind die Einzigen, die auf die Idee kommen. Keiner wird diesen ganzen Hirngespinst-Quatsch nachmachen. Warum? Weil die alle dumm sind. Und wir sind die Einzigen Schlauen auf diesem Planeten. Aber wir müssen das Klima retten. Es ist so wichtig. Wir sind die Einzigen, die das können. Gottes Willen. Philosophiestudium kann ich erstaunlicherweise sehr gut gebrauchen. Ich hatte damals nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Ich habe es nur für mich gemacht. Ich hatte ein Interesse an Philosophie. Aber heute gelingt es mir, aus der konkreten, sehr engen Diskussion eine höhere Ebene einzuziehen. Die Heizungswende, das ist ja auch der neueste heiße Scheiß. Und wenn ich diesen Blödsinn höre, eine Ricarda Lang bei Markus Lanz abends sitzt und sagt, für die sozialen Schwachen, da haben wir uns was ausgedacht. Da gibt es bis zu 80% Förderung. Wer ist denn sozial schwach überhaupt bei denen? Ja, da musst du 20.000 Euro brutto und weniger verdienen und dann kommt der Staat und gibt dir 80% dazu von Unsummen. Dieser ganze Bullshit kostet uns 2.500 Milliarden Euro. Ja, 2,5 Billionen, die Zahl 11 Nullen, nur dass jeder mal weiß. Für was denn? Für was? Was wollen wir denn damit machen? Ach ja, wir wollen ja damit, stimmt, das CO2. Ja, da kostet dann eine Tonne CO2 14.000 Euro. 14.000 Euro, um eine Tonne CO2 einzusparen. Lasst die blöden AKWs laufen und dann ist das alles wieder ersetzt. Das ist so bekloppt, was hier los ist. Aber ist ja nicht euer Geld, ne? Übrigens, diese 80%, die wir dann fördern, wer bezahlt denn das? Wir Steuerzahler? Ach nein, dann findet ihr wieder Geld im Keller beim Kanzler, ein sogenanntes Sondervermögen. Wie bekloppt ist man eigentlich, dass man auf diesen Blödsinn reinfällt? Und ich erwarte auch, dass die Medien jetzt endlich mal aufwachen und diesen Scheiß entzaubern. Aber warte mal, hier haben schon einige mal kritisch was anbemerkt. Regierung, dieses Land auf den Pfad zur Klimaneutralität zu bringen, dabei den Wirtschaftsstandort zu erhalten, das Land auch durch diese Krisen durchzunehmen. Energieprobleme treiben Thomas Töpfer aus Jena aus dem Land. Seine Firma braucht gigantische Mengen Strom. Das kostet viele Millionen Euro im Jahr. Ein negativer Standortfaktor. 70% der deutschen Mittelständler klagen über die Energiebeschaffung und die Kosten. Trotz Wachstum will Thomas Töpfer keinen einzigen Euro mehr in Deutschland investieren. Er hat das Vertrauen in die Energieversorgung verloren. Schon zweimal ist der Strom ausgefallen. Ein staatlich subventionierter Industriestrompreis, der gerade diskutiert wird, kann ihn deshalb nicht überzeugen.
Ja, die Rahmenbedingungen für energieintensive Unternehmen haben sich in diesem Land substanziell verschlechtert. Wir wollen nicht von Subventionen abhängen, brauchen eine stabile Energieversorgung zu vernünftigen Preisen. Seine Entscheidung ist längst gefallen. Wir fahren jetzt nach Trollhättan in Schweden. Dort bauen wir derzeit eine neue Fabrik auf. Die Grünen wählt, der wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen.